Über 20 Jahre waren die Paten des französischen Punk im Underground verschollen. Jetzt melden sich Lycrad Milk mit einer posthumen DVD zurück. To the No Future. Fast 25 Jahre nach ihrem Verschwinden sind die Kometen des französischen Punk Lycrad Milk in einer Sackgasse von Paris wieder aufgetaucht. Ihr Hitslogan I Love You Fuck Off wurde zur Hymne der französischen Punk-Szene. Und was ist davon geblieben? Der Punk heute? Jemand, der mit 40 noch Bier kippt? Wie erkennst du an den Plastikzähnen im Maul? Ein Chaot, aber einer mit Klasse. Zwischen 1980 und 84 sind Lycrad Milk die Quintessenz der alternativen Musikszene Frankreichs. Sie interessieren kein Schwein, beherrschen kein Instrument und haben Angst vor nichts. In besetzten Häusern, ebenso zu Hause wie in den größten Museen der Hauptstadt, ist die Band ebenso Kult wie vergänglich. Gründer sind vier Studenten der Kunsthochschule: Nina, Masto, Lol und Gaboni. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Masto auf einmal sagte: Ich nehme das Saxophon. Ich hasse Jazz und ganz besonders Saxophon. Lol und ich fanden das lustig. Er hatte Probleme mit den Ohren und konnte Bässe nicht vertragen. Also beschloss er, Bass zu spielen und ich eben Saxophon. Dann habe ich Lolo gefragt, und was willst du? Es war ihm egal. Also habe ich das Schlagzeug genommen. Ich kenne viele Punks, die ihr Leben mit Drogen und Stress verbracht haben. Ich habe das Gefühl, 10 Jahre lang in einer Kinderwelt gelebt zu haben. Übrig von ihrer kurzen Karriere sind nur ein Album, 2 Singles und die Erinnerung an ein halbes Dutzend Konzerte. Ende 83 spielen sie als Vorgruppe der einstürzenden Neubauten. Zum ersten Mal tritt Nina ins Rampenlicht, die Sängerin, die später Malerin wurde. Damals gehörten auch die Muckis zur Show. Ich war der Einzige, der einigermaßen wusste, wie man sich verteidigt. Damals habe ich noch Judo gemacht. Ich war Judo-Lehrer, deswegen war ich immer mittendrin. Die haben mich immer nach vorne geschickt. Es gab oft Schlägereien. Wir haben eigentlich nur die Ekstase gesucht. Mehr nicht, wir wollten Spaß. Ekstase ist doch ein schönes Wort dafür, oder? Milch ist ganz bestimmt nicht ihr Ding. Für die Chaoten und Provokateure Lycrad Milk geht nichts über Bier und Magic Mushrooms. Immer in ihrer Nähe die Raya, 50 Punks, die die alternative Szene der 80er Jahre gründeten, mit Bands wie Guernica, MKB, Burial Party oder die Berrurier Noir. Fernab der Major-Labels ebnen sie den Weg für Bands wie Manu Negra von Manu Chao oder die Negresse Verte. Marsu, der einem so richtig das Ohr abkauen konnte und noch dazu etwas von Musik verstand, wurde 1981 Manager von Lycrad Milk. Als ich das erste Mal mit gefärbten Haaren nach Hause kam, hat meine Mutter einen Mordsschrei gelassen. Lycrad Milk waren genau das Richtige für Individualisten. Sie waren Teil einer Bewegung, hatten aber gleichzeitig eine ganz eigene Identität.
tout en montrant sa propre identité. Ce n'est qu'après la disparition du Kratnik qu'on assiste au boom des labels alternatifs. Auf der DVD von Lucrat Milk spielt Marceau die Rolle des Professor Schumm, Experte in Sachen Punk. La cassette, c'est pour les pauvres, les marginaux, les copies, et éventuellement aussi les autoradios, et même les premiers Walkman qui pèsent 2 tonnes. La scène parisienne ne dispose que de peu d'endroits où se retrouver ou jouer. L'organisation technique, le matériel, les sonorisateurs, rien n'est à la hauteur. Lorsque par hasard les conditions sont correctes, c'est le public qui ravage la salle. Les concerts attirent tous les allumés notoires de la ville, l'une là pour se battre et se mettre le compte. Ils sont tous là. Heute Abend steigt das Treffen der Pariser Punk-Veteranen zur Feier der 2 Stunden und 45 Minuten langen Lucrat Milk DVD. Auf dem Programm Konzerte, Filme und Saufen. Die Musik mag ich gar nicht. Aber der Film ist super. Den Leuten gefällt die Ästhetik mehr als die Mentalität. Von Anfang an spielten Bilder eine zentrale Rolle bei Lucrat Milk. Für die DVD haben sie noch einmal den Regisseur ihres allerersten Clips angeheuert, um den siffigen Spirit von damals wieder hinzukriegen. Das kostete Jérôme Lefdup immerhin 8 Monate Arbeit. Zu keiner Epoche haben sich religiöse Vertreter aller möglichen Sekten so oft zu Wort gemeldet wie in der heutigen Zeit. Wir erleben eine Art Rückkehr der Moral. Die Menschen sind ängstlicher als früher. Deswegen lassen sie sich immer seltener gehen. Das war die ganze Idee, die hinter Lucrat Milk steckte. Wir wollten, dass die Leute alles rauslassen. Scheiße bauen, furzen, ihren Arsch zeigen. Oder dass sie alles in irgendeiner Form von Kunst rauslassen. Zwanzig Musiker und ebenso viele Grafiker haben am Lifting von Lucrat Milk mitgearbeitet. Ich bin Urs, der Bär. Der Bussi-Bär. Ein ganz schön lieber Bär. Die DVD gibt's übrigens auch als streng limitierte Auflage in Kotztüten verpackt. Totschick. Weiter geht die Party auf der Arte Homepage. Und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. Ach, übrigens, ich habe den Film gar nicht gesehen.